So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Und auch ich möchte gerne meinen Beitrag leisten, um euch ein bisschen zu motivieren, mal von der Couch hochzukriegen, vom Computer weg, von den vielen Aufgaben, die ihr von den anderen Kollegen bekommt, um euch ein bisschen sportlich zu begeistern. Und zwar werden wir einfach Übungen machen, Fitnessübungen machen, die ihr auch schon aus dem Unterricht kennt. Ich mache sie vor und ihr macht sie einfach mit. Wir werden heute 3 Übungen machen, 3 Runden lang, a 40 Sekunden Anstrengung und 20 Sekunden Pause. Die erste Übung soll unsere Plank sein. Für die Kleinen unter uns, die 5- und 6-Klässler, die können gerne einfach in den Liegestütz gehen. So. Die andere, Klasse 7 bis 10, geht in den Plank. Dann, zweite Übung, ist unser Sit-Up. Denkt da bitte dran, dass die Fußsohlen zusammen sind und dass die Hände dann ordentlich hinten tippen und dann vor die Fußspitzen, damit wir möglichst die komplette Bewegung haben. Fußsohlen zusammen, auf dem Boden, hinten tippen, vorne tippen. Und als letztes, damit wir dann so richtig kaputt sind, machen wir unsere Burpees. Für die 5. bis 6. Klasse reichen die Sprawls und die 7. bis 10. macht bitte ordentlich die Burpees. Für die 5. bis 6. wie die Sprawls reicht, und die anderen 7. bis 10. macht die Burpees. Denkt bitte dabei dran, dass ihr beim Hochspringen die Hände hinter euren Kopf nehmt, damit die Schulterblätter hinten zurückgehen, die Brust rauskommt und dass wir uns gerade machen. Weil die nächste Bewegung ist wieder nach unten gehen und der Körper ist nun mal faul und träge. Und dann würden wir automatisch so machen, damit wir gleich wieder nach unten kommen. Und da haben wir wieder diese Haltung, die wir vermeiden wollen. Das heißt, denkt dran beim Hochspringen, ordentlich immer die Hände hinter den Kopf. Okay, los geht's. Denkt dran, den Körper schön gerade und Spannung rein, damit die Haltung statt ist und auch was bringt. Sekunden Pause. Fertig machen für unsere Sit-Ups. Fertig machen für unsere Bürger. Wir beginnen mit dem Stand. Und go. Thank you.
schön. Die erste Runde haben wir. Zwei kommen noch. Mir ist es wichtig, dass ihr mitmacht. Wer nicht mehr kann, die 40 Sekunden oder 30 Sekunden auf der. Gar kein Problem. Los geht's. Pause.
Und dann unsere letzten deutschsprachigen Derbys. So, Derbys noch. Gut, ihr Lieben, das Workout könnt ihr jeden Tag machen, wenn ihr keine Muskelkater mehr habt. Und ich werde euch bestimmt noch ein paar mehr schicken. Seid denn die Kinder lassen es nicht zu und brauchen ihre Aufmerksamkeit. Übrigens sind auch diese Übungen für all meine Kollegen gedacht und natürlich auch die, die mich jetzt durch Zufall im Internet finden, dürfen natürlich jederzeit gerne mitmachen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.